An diesem Sonntag hören wir erneut im Johannesevangelium einen Ausschnitt aus Jesu Brotrede. Da ging ja die wunderbare Brotvermehrung voraus. Diese Rede ist eine einzige große Verheißung der Eucharistie. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und erneut schenkt die erste Lesung aus dem Buch der Könige ein wundervolles alttestamentliches Vorausbild. Der Prophet Elia wandert in der Wüste und wünscht sich den Tod. Er sieht sich am Ende seiner körperlichen und geistigen Kräfte. Da wird ihm vom Himmel her eine wunderbare Speise gereicht, gebackenes Brot und ein Krug Wasser. Steh auf und iss, befiehlt ihm ein Engel. Nun kann das scheinbare Ende zu einem neuen Anfang werden. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Jesu provokante, für den Verstand geradezu unverdauliche Selbstaussage unterstreicht den Unterschied zum Brot in der ersten Lesung. Was Jesus im Evangelium schenkt und auch fordert, ist weit mehr. Ich bin das lebendige Brot. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das alttestamentliche Brot vom Himmel konnte Gott noch nicht als das ewige Leben offenbaren. Dessen Empfänger waren ja gestorben. Hier hingegen offenbart sich der, der von sich sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Genauso greifbar wie das Manna ist das lebendige Brot. Am Kreuz wird es sich hingeben für das Leben der Welt. In der Eucharistie gibt es uns sich immer neu als Speise. Eine lebenswichtige Konsequenz ergibt sich für uns Christen. Die eucharistische Haltung Jesu, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und als Opfer, wie der Epheserbrief in der zweiten Lesung formuliert, sie gibt uns das Leitmotiv vor für unser eigenes Leben in der Nachfolge Christi. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder, heißt es im Epheserbrief. Das kann nur bedeuten, dass auch wir füreinander zu einer Art eucharistischer Wegzehrung werden sollen. Wie ein Stück Brot und ein Krug Wasser, die sich mitten in der Wüste des Lebens lebensrettend für den Nächsten materialisieren.